Willkommen, meine lieben Freunde, zu meiner mehr oder weniger ersten Folge von einem neuen Civ 6 Hellas, nachdem ich intelligenterweise all meine Spielstände von dem anderen Civ 6 gelöscht habe. Das war sehr gescheit von mir. Habe ich mir gedacht, ich starte noch einmal. Griechenland an für sich taugt mir ganz gut, einfach weil ich ein großer Freund von Kultursiegen bin und die mit der Akropolis einfach eine Möglichkeit haben, wirklich viel Kultur zu produzieren. Ich bin allerdings drauf gekommen, es gibt zwei griechische Kulturen, neben dem Perikles, der einen Bonus mit Stadtstaaten bringt, gibt es auch noch die Gorgo, wer auch immer das sein mag. Ich nehme mal an, eine, so wie sie ausschaut, irgendjemand aus Sparta. Da haben wir gedacht, nehme ich die. Ich werde nicht auf der Erde spielen. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Wir bleiben bei Kontinenten einfach und bei der Kartengröße klein. Dann geht es nämlich schneller, das Spiel. Vielleicht bin ich dann schneller durch. Schauen wir mal. Das Setup. Bei kleinen Karten haben wir 2, 4, 5 Gegner. Ja, passt schon. 9 Stadtstaaten, passt auch. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe. Von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Gorgo, Königin von Sparta, Ruhm euch und euren treuen Hoplitenarmeen. Ganz Griechenland erwartet den Segen, den Ares mit jedem Sieg über uns bringt. Euer Volk preist eure weise Herrschaft und ihre kulturellen Wunder. Zeigt euren Stolz, denn das Vermächtnis Griechenlands und eurer Leistungen wird noch ganze Generationen beflügeln. Okay, also grundsätzlich funktioniert Gorgo genauso wie der Perikles, den wir letztens gespielt haben, mit dem Unterschied, dass, dass sie bei Kämpfen, wenn sie Einheiten besiegt, einen Bonus bekommt. Aber ansonsten ist alles gleich, sowohl die Hopliten als auch die Akropolis, als auch der Joker-Politikplatz, den ich persönlich ja am coolsten finde. Der bietet zumindest vor allem am Anfang einen ziemlichen Vorteil, meiner Meinung nach. Na dann, let's face. Wir brauchen Hügel in der Nähe für unsere Akropolis. Fluss ist auch für sich auch nicht schlecht. Wir haben hier jetzt keine, also soweit ich das sehe, keine Luxusgüter, aber ich glaube, die sind gar nicht einmal so wichtig in dem Spiel. Ja, schaut gut aus. Wälder haben wir. Hügel haben wir. Passt. Ah, da ist sogar Diamanten. Diamanten sind gut. Gehst du mal da hier. Berge auch gut. Berge auch gut. So, Sparta. Wir bauen mal einen Speer. Dann schauen wir mal. Ja, okay. Gar nicht so blöd. Ein Essen, zwei Produktion finde ich ist gut. Und Forschung. Tierzucht vielleicht. Wir haben da Milch gleich daneben. Fangen wir mal mit der Tierzucht an. Wieso nicht? Wir haben da Milch, wir haben da Steine, wir haben da Weizen. Ja, das wird schon passen, oder? Keine Ahnung. Ich habe, obwohl ich das jetzt, also ich habe es noch nie bis zum Ende gespielt jetzt. Das heißt, obwohl ich das Spiel jetzt mehrfach gespielt habe, mehrfach, ja,
habe ich noch nicht den blassesten eines Schimmers, was wohl am besten ist. Ich meine, in unserem Pericles Let's Play sind wir eigentlich relativ gut zurechtgekommen. Ich glaube, ich habe vielleicht vor allem am Anfang zu wenig Siedler gebaut. Schon mal weiter da. Unter weißer Klippen, fester Krone, herrscht tiefster göttlicher Frieden. Was bringt das Naturwunder über zwei Geländefelder? Es erscheint mit an Wasser angrenzenden Klippen und bietet plus 3 Kultur und plus 2 Gold. Wahrscheinlich in den Feldern, wo es angrenzt, oder? Und damit haben wir unseren Fortschritt in Astrologie. Okay, passt. Na schauen, dann wissen wir wenigstens, in welche Richtung wir das nächste Mal gehen können und unsere nächste Stadt gleich bauen. Das ist plus 2. Ah, da können wir wirklich gleich daher bauen. Da haben wir nämlich da oben auch Hügel. Für eine Akropolis. Yes. Ich weiß also, die Spieler. So halbe Let's Plays gesehen. Da. Oh, was ist das? Marmor, aha. Okay. Die waren immer total dicht drauf. Okay. Aufklärungseinheiten wie Speer. Ja, ja, danke. Kann ich das eigentlich weg tun? So, jetzt brauchen wir mal einen Feuerschützen als nächstes. Wir wollen ja viele Kämpfe gewinnen. Und da muss irgendwann ein Lager geben. Yosemite Valley ist für mich immer ein Sonnenaufgang, ein Funkeln aus grünem und goldenem Staunen in einem enormen Bauwerk aus Stein. Ja, ja, danke. Upsi. Das ist aber schön, das ist doch nett. Könnte man vielleicht da auch gleich noch eine Stadt bauen? Wenn wir wirklich kulturell gewinnen wollen, sind steht hier keine schlechte. Unser benachbarter Stadtstaat hat uns um etwas gebeten. Okay, warum denn? Ah, wenn du da dran gehst, will ich nicht sehen. Wo ist der Stadtstaat? So. Wir haben einen Gesandten schon, das heißt, wir haben ihn als erstes entdeckt. Und was hat uns als Quest gegeben? Ah, er bietet uns 2 Glauben, das ist gut. Ein Campus soll man bauen. Na gut, das werden wir erfüllen. Irgendwann einmal. Nein, nein, nein. Du kommst da. Nicht bewegen. Nicht bewegen. So, das ist da. Ja. Du kommst Geld und kriegst eine Beförderung. Finde ich auch gut. Wenn es im Himmel keine Hunde gibt, dann möchte ich, wenn ich sterbe, dorthin kommen, wo die Hunde sind. Er möchte also vor die Hunde gehen, quasi. So, na dann lassen wir dich einmal aufsteigen. Und zwar, wir nehmen die Hügel Fortbewegung. Das sind die Hügel. Ich meine, es sind auch überall Wälder, also so gesehen ist es eh wurscht. Oh, so.
Okay, können wir den gleich besiegen? Das wäre absolut genial. Come on. Yes. Danke, Kami. Eine neue Politik für unsere Regierung einzuführen, kann ein großer Vorteil sein. Unser Volk wartet auf euren Erlass. Okay, wie habe ich das jetzt gemacht? Ach, weil ich die 12... Ah, verstehe. Die werden so automatisch da dran gegeben. Eh klar eigentlich. Aber nicht durch Wahrheit, sondern durch Weisungsbefugnis wird etwas zum Gesetz. Na dann, doch glatt die Politik. So, nehmen wir plus 1 Glauben oder plus 1 Produktion? Wir könnten eigentlich beides nehmen. Wir nehmen die Kampfstärke natürlich. Wir nehmen das. Und das. Das heißt, wir haben mehr Geld, Produktion und... Und wir haben ein paar Anlage eingenommen, das heißt, wir kriegen einen Fortschritt für Militärtradition. Finde ich gut. Finde ich ausgezeichnet. So. Und das müssen wir auch noch machen. Ja, wir machen den Außenhandel mal. Einfach, weil es das Wichtigste ist. Wir haben schon festgestellt, Handel ist super. So, was machen wir hier? Wir könnten Astrologie machen, dann könnten wir eine heilige Stätte bauen. Das wollen wir sowieso relativ schnell machen. Oder Stonehenge, das ist fast genauso gut. Stonehenge ist sogar fast besser. Wir können Stonehenge bauen, weil wir haben hier Steine. Wieso ist Gips ein Luxusgut, frage ich mich. Ich meine, es ist ganz nett, dass man es hat, aber als Luxusgut würde ich es jetzt nicht bezeichnen, oder? Kann man mit Gips machen. Ja, Gips. Wir werden dann versuchen, mit unserem Kämpfer wieder zurückzukommen. In unsere Hauptstadt, also in unsere Stadt so. Seite auch noch. Wir könnten dann da einen Naturpark bauen. Mhm. So sind wir nämlich. So, na dann, du wirst auch gleich in die Richtung gehen und schauen wir mal, ob wir dieses Lager da oben auch gleich zerstören können. Und wir bauen einen Monument. Nee, nein, 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 nein.
nein. Wir brauchen keine Handelsflotte. Siedler. Das ist es, was wir machen. In 15 Runden haben wir einen Siedler, in 18 haben wir Außenhandel. Das heißt, nach dem Siedler draußen. Jetzt schon recht, greift es uns nur an. Wir haben es verdient. Hey, Kupfer. So, du gehst auch in diese Richtung. Erstens zum Heilen. Und zweitens, weil in diese Richtung gibt es eh nur noch Eis und Schnee. Ach, das war ein Fehler. Daher, was soll's. Können wir nicht nächste Runde gleich angreifen? Und vielleicht wirklich darauf. Auch gleich nächste Runde wieder fliegen. Wir haben vor kurzem fortgeschrittenes Wissen. Ein Arzt ohne Kenntnisse der Astrologie hat nicht das Recht, sich Arzt zu nennen. So, okay, gut. Du heilst. Du ärgerst dich, weil du in die falsche Richtung geflogen bist. Wir hätten daher gehen sollen. Grundsätzlich. Aber andererseits plus ein Kultur durch Weiden ist eigentlich auch nicht schlecht. Wie viele Weidenfelder haben wir denn hier? Da haben wir Pferde. Ja, nicht allzu viele. Da haben wir zwei Kühe. Ja, reich werden wir damit sicher nicht. Diamanten, Marmor haben wir recht viel. Steine, ja, dann mal wirklich die nächste Stadt daher bauen. Dann haben wir noch zwei Steine. Vielleicht ist der Steinkreis doch nicht so schlecht. Da oben haben wir auch Marmor, weil dort hinten bauen wir noch eine Stadt. Stadt hinkriegen. Da auch nochmal Marmor. Daher zum Beispiel. Da ist auch ein schöner Ort. Kupfer, Marmor, Gips, alles drinnen. Und sogar Kranken.
besser als die Kultur durch Weiden. Nein, keine Fischerboote. Ja, klar, auch nicht. Sondern da. Sonst Kultur durch Banane, Zitrus, Baumwolle, Färbemittel, Seide, Gewürz, Zucker. Gut, Gewürz habe ich gesehen, aber viel mehr nicht. Nein. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann nicht noch. Das ist vor allem am Anfang gut, aber. Plus 25% Produktion. Der Antike und Klassik. Plus ein Glauben von. Warte mal. Ich glaube, das können wir uns sogar anschauen. Anziehungskraft da. Das ist. Bezaubern ist sogar nur die zweite Stufe, gar nicht die höchste. Das heißt, Sparta ist das bezaubernd, wo es liegt. Sogar atemberaubend. Ist das Gebiet dann bezaubernd? Ja, das ist ja alles bezaubernd. Wird das schlechter, wenn man es ausbaut? Das ist ja richtig gut. Das ist auch bezaubernd, oder? Da muss ich auch nichts machen dafür. Ach, nur ich glaube. Probieren wir das aus. So, finde ich besser. Ach ja, finde ich besser. Wir wachsen zwar langsamer, aber wir produzieren schneller. Jetzt stirbt man, der da klaut. Ich hoffe, der geht nicht weg, sondern greift einfach an. Dann haben wir eine Überlebenschance, sagen wir es mal so. Ich hasse das. Das Spiel ist schon gemein zu mir. Sagen wir mal, dass es gemein zu mir ist. Ich eine auf den Deckel. So, du gehst darauf und erkundigst dich, was da oben so los ist.
heilst dich. Ach Gott. Das habe ich besonders klug gemacht. Na gut, wenn wir den Siegel haben, werden wir für heute aufhören. Ja, super, jetzt kommt da noch sowas raus. Wer bringt mehr Opfer als die Frau eines Bergarbeiters? Tja, gute Frage. So. Okay, plus 10 Kampfstärke bei Verteidigung gegen Fernangriffe. Kröte. Schildkröte. Wir machen Keramik. Komm schon, die blöden Barbaren, haut's ab. Blöde Fernkämpfeinheit. Jede Nation lebt vom Tausch. Yay, wir haben den Außenhandel. Finde ich gut. So, was haben wir jetzt? Plus 2 Gold durch Handelswege ist uns wurscht eigentlich. Und plus 100% für Marineeinheiten ist uns ebenfalls egal. Gut, getrost weglassen. Ja, für große Verarbeitung haben wir. Gut, jetzt die Typen, die wir sind, können wir euch zeigen, wo der Bartel den Most holt. Oder auch nicht, was weiß ich. Hey, noch ein Heureka für Steinmetzkunst, finde ich auch gut. Hier was? Wir könnten Mystik machen. Wir haben nämlich einen Gesandten geschenkt und wir können so ein Orakel bauen. Und der große Prophet sieht sich auch schneller aus. So. Schauen wir mal, ob wir das jetzt überleben. Ich hoffe es schon. Naja, schaut gut aus. Hey, it's a Siedler. Wir kommen dann bloß zu früh. Na gut. Oder so. So, wir wollen nach Dover bauen. Wieso können wir da nicht herbauen? Ah, wahrscheinlich, weil es ein Wunder ist. Also ein Naturwunder. Da müssen wir es hier herbauen. Können wir das wagen, darüber zu gehen, ohne eine Eskorte? Was soll's? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oder? Wie heißt das so schön? So, du bleibst da stehen. Gut, jetzt brauchen wir als nächstes mal einen Händler. Das ist perfekt, dass das fertig ist. Schauen wir mal, ob der mit seinem, mit
seinem kommenden Schleuerschützen nachkommt. Wir könnten schauen, wie viel Geld haben wir denn? Wir könnten schauen, ob wir auch einen Schleuerschützen haben. Ach, genau. Wir haben so einen Schleuerschützen, das ist perfekt. Wenn er nämlich daher geht, können wir nächste Runde ihn angreifen. Ausgezeichnet. So, die Herrschaften an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaft's gut und träumt was Schönes. Bis dann.